Tretet ein. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben wieder heute eine Objektpräsentation für euch vorbereitet. Und ihr seht schon hinter mir, wir haben hier eine wunderschöne Gewerbefläche in Stuttgart-Feuerbach mit einem pompös großen Eingangsbereich. Und wir gehen jetzt alles gemeinsam durch. Bleibt dran, viel Spaß. Wir fangen an bei der Galeriefläche und ihr seht schon hinter mir, man hat hier viel Platz, um seine Ideen freien Lauf zu lassen. Von der Gesamtzahl haben wir hier ca. 240 Quadratmeter auf dieser Ebene und gleich bekommt ihr ein paar Eindrücke. Ihr seht es hier, hier sind noch Wände mit einer kleinen Öffnung. Das kann man hier alles komplett öffnen. Wir schwenken hier jetzt auch gleich mal rüber, auch der vordere Teil. Wir haben hier ein Geländer schon dran, das heißt, wenn man das hier öffnet, hat man einen wunderschönen Blick hier auf diesen Eingangsbereich, genauso wie andersrum von oben, unten nach oben. Wir sind bei der Galerieebene fertig. Ich schlage vor, wir gehen runter zum Erdgeschoss. Und ihr seht es hinter mir, ich finde es wunderbar, diesen hellen, großen Eingangsbereich. Einfach pompös, richtig cool. Und ich schlage vor, wir gehen in diese Richtung und schauen uns hier das Erdgeschoss an, gemeinsam. Hier auf der Erdgeschossebene haben wir eine Gesamtfläche von ca. 380 Quadratmeter. Und ihr habt es da hinten schon gesehen, es zieht sich hier einmal komplett durch, diese Schaufensterfront. Das sind ca. 200 Meter in Gesamtlänge. Ihr seht es hier auf der Seite, da haben wir wieder einen Notausgang. Und gleich schwenken wir in diese Richtung. Da öffnet sich alles hin zur Straßenseite. Ihr seht es wieder, wir haben hier wunderschön große Schaufenster. Und hier haben wir einen kleinen Zugang zu einem separaten Raum. Das kann man alles aber öffnen. Das sind Drehgipswände. Und zu guter Letzt gehen wir noch gemeinsam in den unteren Bereich. Wir sind jetzt im unteren Bereich. Wir haben hier eine Gesamtfläche von ca. 496 Quadratmeter. Wir haben, zu dieser Seite haben wir zwei Toiletten. Da müsste man dementsprechend natürlich was ausbauen. Hinter mir befindet sich der Heizungsraum. Wir gehen gleich in diese Richtung. Wir haben hier einmal eine Trägerwand. Die zieht sich einmal hoch. Und auf dieser Seite zieht sich einmal wieder eine Rigipswand durch. Die kann man öffnen. Ihr seht gleich den hinteren Bereich, wie viel Platz da nochmal da ist. Und hier im hinteren Bereich kann man das alles auch öffnen, das sind Rigipswände. Das heißt, man kann komplett den unteren Bereich hier benutzen, so wie man es braucht natürlich vom Konzept her. Wenn ihr Interesse an einer unverbindlichen Besichtigung oder einem Exposé habt, dann findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten unten in der Infobox. Wir freuen uns auf jeden persönlichen Kontakt mit euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.